Fünf Jahre lang wurde das Leben von Michelle Hunziker von einer Sekte bestimmt. Von ihrer Mutter entfremdete sie sich. Wie schlimm das für Ineke Hunziker war, erzählt sie in der TV-Show ihrer Tochter. Michelle rief mich morgens an und sagte, Mama, ich muss einen anderen Lebensweg einschlagen, es ist kein Platz mehr für dich da. Ich muss alleine weitergehen, bitte ruf mich nicht mehr an und such nicht mehr nach mir. Erinnert sich Ineke Hunziker, die Mutter von Michelle Hunziker, 45, bei Michelle Impossible. Es sind Worte, die unter die Haut gehen, über eine Zeit, die das Mutter-Tochter-Duo beinahe für immer die Beziehung zueinander gekostet hätte. Michelle Hunziker, Mutter Ineke berichtet in TV-Show über schreckliche Sektenzeit. Eigentlich ist Michelle Hunzikers neue TV-Show, mit der sich die Moderatorin einen Traum erfüllte, amüsant. Fans durften bereits ein süßes Bühnen-Comeback mit ihrem Ex Eros Ramazzotti, 58, erleben, und Tochter Aurora Ramazzotti, 25, rutschte sogar ein Brust-OP-Geheimnis über ihre Mutter raus. In der zweiten Ausgabe vom 23. Februar 2022 kam es dann aber zu einem emotionalen Höhepunkt, der einen Einblick in Michelles vermutlich dunkelste Zeit gab und sie selbst zu Tränen rührte. Mutter Ineke war zu Gast und erinnert sich an die Jahre 2002 bis 2006. Als sich ihre Tochter Michelle in den Fängen der Sekte Krieger des Lichts befand. Die schweizerisch-italienische Fernsehmoderatorin, die zu dem Zeitpunkt Anfang 20 war, ließ sich ihr Leben mehr und mehr von Sektenführerin Clelia, deren bürgerlicher Name Julia Bergheller lautet, diktieren. Sie zwang Michelle unter anderem, vegan zu leben und keinen Sex mehr zu haben, schilderte die heute 45-Jährige in ihrer 2018 erschienenen Autobiografie Ein scheinbar perfektes Leben. Ihre Ehe zu Eros Ramazzotti wurde zerstört, sie verlor eine Menge Geld, ihre Karriere war in Gefahr. Ich nahm Beruhigungsmittel und musste mir einen Herzschrittmacher einsetzen lassen. Doch wie war es für Ineke Hunziker, die dabei zusehen musste, wie sie ihre Tochter an eine Sekte verlor? Nachdem die einstige Wetten, dass Moderatorin den Kontakt zu ihrer Mutter abbrach, habe Ineke weiterhin versucht, ihr SMS zu schreiben. Aber ich konnte nichts tun, erklärt sie nach Angaben der italienischen Tageszeitung Il Mattino bei Michelle Impossible.